Die digitalen Informationen dienen vor allen Dingen als Entscheidungshilfen und um Eltern über die grundsätzlich wichtigen Sachen zu Kinder- und Jugendgesundheit zu informieren. Damit können unnötige Arztbesuche vermieden werden oder einfach auch als Zweitmeinung, wenn ein Kind tatsächlich krank ist. Aus den Fokusgruppen wissen wir, dass einige Eltern schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ein Blog hat ihnen Angst gemacht oder sie haben etwas missverstanden und dann eventuell falsch gehandelt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir digitale Gesundheitskompetenz stärken von Eltern. Das heißt, dass sie kompetent sind im Auffinden von guten Informationen, die sie evaluieren können, verstehen und dann auch umsetzen.